In meiner Forschung beschäftige ich mich mit weicher Materie. Das sind Materialien, die sich leicht verformen lassen, die aber Eigenschaften sowohl eines Festkörpers wie auch einer Flüssigkeit aufweisen. Weiche Materie findet sich eigentlich überall im Alltag, zum Beispiel in Kosmetika, in Cremes, im Essen zum Beispiel, aber auch in unserem Körper gibt es die DNS, die RNS, Proteine und Zellwände, die bestehen alle aus Polymeren. Meistens tragen die eben noch eine Ladung und die geladenen Polymere sind die sogenannten Polyelektrolyte. Ich erkläre das mal am Beispiel einer Babywindel. Diese besteht aus einem Material, den sogenannten Superabsorber, der aus geladenen Polymeren aufgebaut ist, den Polyelektrolyten. Diese werden vernetzt, also verknotet, zu einem Netzwerk, das man wie einen Schwamm auffassen kann. Dieser Schwamm ist dann in der Lage, sehr viel Wasser aufzunehmen und auch festzuhalten. Das gleiche Material kann ich allerdings auch für eine komplett andere Anwendung benutzen. Wenn ich diesen trockenen Schwamm in Meerwasser lege, dann saugt er sich mit Wasser voll, lässt allerdings den Großteil der Salzionen draußen, weil er ja schon innerhalb geladen ist. Nehme ich dann diesen Schwamm, drücke ihn aus, bekomme ich nach mehrmaliger Anwendung Trinkwasser. Gemeinsam mit meiner Arbeitsgruppe entwickeln wir Computermodelle, in denen wir die Bewegung der einzelnen Atome und Moleküle nachvollziehen können. Dazu stellen wir Gleichungen auf, die die Kräfte zwischen den Teilchen beschreiben. Diese Gleichungen sind allerdings so kompliziert, dass wir den Computer brauchen, um sie zu lösen. Und der Computer berechnet dann sozusagen im Zeitraffer einen Film der einzelnen Teilchenbewegungen. Und aus diesem Film, also aus der Gesamtheit der Teilchenbewegungen, können wir dann die Eigenschaften des Materials berechnen. Das Schwierige an dieser Arbeit ist, dass wir die Kräfte, die zwischen einzelnen Atomen oder Molekülen wechselwirken, nicht wirklich kennen. Diese Atome sind einfach zu klein, als dass man sie im Experiment exakt ausmessen kann. Deshalb müssen wir Modellannahmen treffen, wie die Teilchen miteinander wechselwirken. Ein zweites Problem ist, dass ein sichtbares Stück Material Milliarden von Atomen enthält, die wir nicht wirklich auf den größten Supercomputern heutzutage berechnen können. Deswegen greifen wir zu folgendem Trick, dass wir einige Atome oder Moleküle zu größeren effektiven Teilchen zusammenfassen und dann versuchen, die Kräfte, die zwischen diesen effektiven Teilchen wirken, zu beschreiben. In unserer Forschung stehen keine speziellen Anwendungen im Vordergrund, sondern wir machen reine Grundlagenforschung. Das Verständnis, was wir allerdings mit den Simulationen auf der molekularen Ebene gewinnen, kann dazu führen, dass wir die Systeme viel besser verstehen und dabei eben auch in der Lage sind, uns neue Anwendungen auszudenken. Die aktuelle Simulationsforschung ist heutzutage in der glücklichen Lage, dass eigentlich wie in den letzten 20 Jahren auch sich die Computerleistung alle 18 Monate verdoppelt. Damit sind wir heutzutage in der Lage, enorme Datenmengen zu produzieren. Allerdings müssen wir diese auch analysieren. Was sich dabei herausgestellt hat, ist, dass oft die Modelle, die wir in diese Simulation hineinstecken, nicht wirklich die Realität wiedergeben können, sondern dass wir sie noch verfeinern müssen. Dieser Prozess der Verfeinerung und des Testens unserer Simulation an der Realität wird sicherlich auch die nächsten 20 Jahre uns noch beschäftigen und deshalb sehe ich für das Feld der Computerforschung eine rosige Zukunft.